Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum ersten Video zu FIFA 17. Die Demo ist endlich am Start und heute gibt es das erste Video dazu. Gestern gab es, wenn alles geklappt hat, bereits einen Livestream und das wird auch in Zukunft so sein. Schaut auf jeden Fall auf Twitch vorbei, Link ist in der Videobeschreibung. Da sind noch weitere Links. Ihr könnt FIFA 17 unter anderem da vorbestellen, wie ich es getan habe, die Super Deluxe Version mit unter anderem so vielen Live-Spielern. Das ist der Wahnsinn. Warum unterstütze ich den Saftladen eigentlich? Aber ist egal, andere Geschichte. Dazu gibt es dann mein Merch, es gibt meine Social Media Links, also checkt es auf jeden Fall aus und ich würde sagen, wir starten mal rein. Das Links-Rechts-Problem sollte übrigens hoffentlich mittlerweile behoben sein. Ihr solltet nicht mehr Mono-Sound haben. Ich weiß nicht, woran es lag, aber es lag anscheinend an meinem Mikro. Keine Ahnung. Wir haben Gameplay-Features. Sehr interessant. Wir haben dazu natürlich auch noch Gameplay-Features Teil 2. Auch sehr interessant. Wir haben Gameplay-Features... Oh, doch nicht Teil 3. Wir haben Foot Champions und Squad Building Challenges, zu denen wir ja schon ein bisschen was gehört haben. Und als viertes haben wir dann noch The Journey. Und genau das gucken wir uns auch in diesem Video an. Zunächst einmal die Teams, mit denen man so spielen kann. Wir sehen Juventus Turin, City, dann haben wir Man United, wir haben Lyon, wir haben PSG, wir haben Real Madrid, wir haben die Seattle Sounders, wir haben Tigres Unai, wir haben Bayern München, wir haben den FC Chelsea, wir haben Osaka und wir haben Inter Mailand. Sehr, sehr interessante Teams auf jeden Fall. Ich habe mit fast jedem schon gespielt und der CPU bzw. das Spiel hat schon gesagt, Max, stell mal auf Weltklasse, weil ich auf Profi alles rasiere und die wollen anscheinend nicht, dass ich Spaß habe in der Demo. Naja, allerdings geht es nicht um Kickoff. Es geht um die Journey und da gucken wir jetzt rein. Did they spell your name right, mes petits? All right, lads. I don't need to tell you how important a winning start is. Keep it tight, work hard for each other, and the chances will come. We've all seen the team sheet. Walker, you're leading the line. Hunter and the rest of the subs, I want you ready. You're not there to get a suntan. Well, let's go and show these supporters what we can do, eh? Bag one for me, mate. Good luck. Time to make my mark. And it's time. All right, that's us, boys. Start us to the tunnel, subs to the bench. Let's look like we mean it. Als ob Mkhitaryan spielen würde. So, ich muss immer den Sound regulieren die nächsten Male, beziehungsweise wenn ich Videos aufnehme, werde ich normalerweise mit Headset spielen. Das habe ich nur gerade nicht am Start, deswegen habe ich jetzt hier meine Boxen, die musste ich jetzt immer aus- und anmachen. Wir können uns entscheiden, wollen wir mit Hunter spielen oder wollen wir mit dem Team spielen. Das Team ist natürlich krass, aber ich möchte nicht mit Michael Carrick spielen, deswegen spielen wir mit Hunter. Nein, das ist auch logisch. Ich werde immer mal wechseln in der Serie, die dann in der Vollversion kommt, aber jetzt natürlich erstmal hier Beer Pro quasi mit Hunter spielen. Ja Mann, Sunderland, Abstiegsplatz, so will ich das sehen. Hi there everybody, Martin Tyler with you, Alan Smith alongside me, and we're at the home of Chelsea today, Stamford Bridge. Can't wait for this one, it's a full house and two excellent teams on view. Yet again, Manchester United with this great tradition going back to the Busby Babes in the 1950s, they love young players, and they've got Gareth Walker getting a Premier League start and Alex Hunter on the bench. Yeah, two excited players, and Gareth in particular is somebody that the fans have taken to here. They're getting right behind him, I'm sure. So we've started on opening day at Stamford Bridge. Manchester United now on the attack. That's a marvellous goal from Walker. Well, you couldn't have scripted it, could you? What a moment for him. Ja, Ibra gibt sich mit der Bank zufrieden. Man United werde ich auf jeden Fall nicht nehmen. Looking for an equalizer. And that's the Chelsea equalizer.
well taken and well deserved too, I think. Going to see a change from Manchester United. Well, this manager is always very decisive and he's been so once again here. Hunter or Milt? And it's Alex Hunter who's warming up. This will be his debut. Well, a bold move from the Manchester United coaching staff here. It's not the friendliest of environments in which to make your first appearance. Yeah, he's just going to have to deal with it. He needs a good big match temperament here. Welcome to the Premier League, son. Ich hoffe, ich muss keine Elfmeter schießen, das kann ich nämlich gar nicht. Centrals are fading. Who's your pace? Get in behind them, right? You ready, lad? It's all a bit mad, this, isn't it? Make your first touch a good one. Go and enjoy yourself. Trust me, you'll be fine. Ich werde übrigens auch in einem richtigen The Journey dann so reagieren, wie ich reagieren würde. Ja, ich werde nicht irgendwie auf einen bestimmten Charakter gehen, ich werde meinen Charakter spielen. Sozusagen. Schade, das wäre die erste gute Gelegenheit gewesen. Und da ist die Vorlage. Ole, ole, ole. Oh. Ja, das ist doch geil. Ausgerechnet Michael Carrick, den ich am Anfang wusste ich. Das war eine Vorhersage. Schön die Grundlinie so ein bisschen langstolziert und dann der Pass im Rückraum. Carrick macht die Bude. Sehr schön. Das geht gut los. Das macht echt Spaß. Also ich finde die Atmosphäre sehr gut. Ich finde das alles sehr schön bisher. Ich denke, der Modus könnte richtig geil werden. Oh, Balleroberung. Und jetzt komm, mach deine erste Bude, mein Junge. Mach deine erste Bude. Mach sie für mich. Jawohl! Jawohl! 96er Bewertung. Und was machen wir für einen Jubel? Zack! Treten die Eckfahne weg. Ja, geil. Das macht Spaß. Das macht richtig Bock. Gute Balleroberung. Ja, okay, gegen John Terry normalerweise sehr unwahrscheinlich. Und auch, dass Courtois da so alt aussieht. Aber mir egal. Oh, Alter, wäre das ein schönes Tor geworden. Halleluja. Er hat auch Wucht gehabt, du. Oh, auf der Linie. Los, ah. Oh. Ja, vergebene Chance. Komm, da konnte ich ja jetzt wenig für, du. Oh, jetzt kommt das Longshot-Tor. Jetzt geht's aber ab hier. Warte mal, Depp. Nee, Depp kann ich nicht. Okay, kein Depp. Ah, egal. Das war ein schöner Longshot. Ich habe auch ein richtig geiles Tor mit Pogba gemacht. In Head-to-Head. Aber den... Er hat wahrscheinlich 99er, wenn wir spielen, auf Amateur. Aber ist mir egal. Und Hattrick, Hattrick, nein, kein Hattrick. Oh, Mist, vergebene Chance. Naja, egal, das Problem ist, glaube ich, bei diesem The Journey, das ist so die Everybody's Dream Story, weißt du. Weil du hast am Anfang 6 Minuten Nachspielzeit, du hast direkt mal die Chancen, richtig schön Tore zu machen. Und wenn wir realistisch sind, die Medien würden so einen Spieler, wenn der so starten würde, extrem hypen direkt und daran würden viele auch kaputt gehen. Oh, 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 das wollte ich nicht. Egal, das wäre auf jeden Fall, das da denke ich mir noch so ein bisschen, das ist mir so ein bisschen zu much irgendwie. Aber mal sehen, vielleicht haben sie das ja auch ganz gut hingekriegt. An sich scheint es erstmal richtig gut zu sein. Und noch eine Bude, jawohl, Hattrick haben wir auch noch gemacht, sehr, sehr schön. So, nochmal den Sturridge Dance hier raushauen zur Feier des Tages. Das ist doch wunderbar. Und damit haben wir doch unser erstes Spiel gleich mal richtig pervers abgeschlossen, oder nicht? Ich glaube 5-1 ist jetzt für Chelsea, für United natürlich. Ja, schon cool. So, Sound wieder ein bisschen runterdrehen. Haben Sieg, wir sehen schon Mourinho unten auf dem Platz. Ja, die Fans natürlich total ekstatisch. Und das war auf jeden Fall ein guter Start. Ich muss hier bei diesem Spielmodus, da muss ich auf jeden Fall dran denken, dass ich den Ingame-Sound drin lasse. Weil das ist hier extrem wichtig. Ich denke mal, das habe ich alles exaggerated. Ja, das sieht, denke ich mal, schon gut aus. Ne, muss ich jetzt A drücken oder wie? Ja, muss ich. Nochmal Highlights und ich glaube, das war es jetzt fast schon, weil ich denke mal, viel mehr kann man nicht mehr machen.
Fortfahren. Alex, a dream debut you. I bet you couldn't have imagined you'd be stood here talking with us today. A couple of months ago, you were on the fringes of the squad. Then a couple of injuries and suddenly you're on the first team. How does it feel to have scored on your debut? Yeah, amazing. I feel so fortunate, really. The team lost some key players to bad luck, but this is an amazing club with loads of squad depth. They put me in a position to finish out there, so all credit to the lads. Yeah, I just feel really grateful to be here. An emotional Und da guckt er wieder so ernst. Geil. A comment on sharing your debut with your lifelong friend and teammate Gareth Walker. To be honest, I wasn't really thinking about it. You can't let your emotions get in the way of these big opportunities, you know? Like, if you spend your time lost in the moment or focused on the past, it can pass you by. Being able to block all that out, that's what you need to be a top player. Alex, the team comes away with a win. Any comment on the 3 points tonight? Well, team played well together as a unit. Boss is always reminding us about how every point is vital, and so it feels good to have gotten all three. Thank you, Alex. Thank you. We've heard a lot about the talent of this young man, Alex Hunter. He had a wide choice of clubs to sign for. FIFA 17, The Journey. Ja. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall cool gemacht, definitiv. Ihr habt die Abstimmung ja bereits am Anfang des Videos gesehen. Checkt auf jeden Fall das Ganze in der Videobeschreibung aus. Schreibt da bzw. stimmt da ab, für welches Team ich mich entscheiden soll in der Premier League für The Journey. Ich habe mich für den Londoner Club entschieden, weil der Kerl aus London kommt und weil ich noch einen Karrieremodus mit City machen werde. Von daher, ja, vielleicht ein bisschen nicht kleinerer Club, aber ihr habt ja die Möglichkeiten gesehen, von daher könnt ihr da gerne entscheiden. Ich würde gerne eure Meinung in die Kommentaren wissen. Natürlich war es blöd, dass am Ende nochmal der Trailer kam, weil wir haben ja quasi das gerade schon mal nochmal gespielt und dann am Ende den Trailer zu packen, das ist ein bisschen komisch, aber gut, irgendwo auch verständlich. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, habt ihr da richtig Bock drauf und wünscht ihr euch irgendwas Spezielles noch davon? Wünscht ihr euch, dass ich eventuell einen auf Arschloch mache? Wünscht ihr euch, dass ich genauso handle, wie ich handeln würde? Oder wünscht ihr euch, dass ich der ganz liebe und ganz tolle und oder ab und zu mal switche, das wäre wahrscheinlich meine Art und Weise. Schreibt in die Kommentare, ich bin gespannt. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und mit diesem wunderschönen neuen Stadion oder dem FIFA 70, ich habe doch keine Ahnung, verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, passt auf euch auf. Schönen Tag noch, haut rein und ciao.